Und dann wollen wir mal weiter auf die Suche nach dem letzten Fokus gehen. Ich habe jetzt gerade nur mal kurz eine neue Aufnahmesession gestartet. Mal ganz kurz, weil ich trotzdem, das ist mir schon mal abgekackt, da waren über, das war glaube ich bei Tropico 5, habe ich 3 Stunden aufgenommen mit einmal alles weg. Komplette Aufnahme für den Popo. Obwohl ich die Aufnahme ganz normal beendet habe, ohne Probleme. Das war ein bisschen strange. Na toll, jetzt ziehen wir nachts los oder was? So, hier müssten wir rechts ab. Und nehmen wir lieber den Feuersturm in die Hand. Nehmen das Bergmoos mal mit. Nicht, dass uns hier noch irgendwelche Viecher überraschen wollen. Wie diese kleinen Snapper da oben. Super. Auch nur punktuelles Licht. Na gut. Wollen wir den Feuersturm mal ausprobieren, hä? Alter. So, einer tot. Na, Schiss. Ja, ich habe Schiss. So. Snapper sind auch kein Problem mehr, habe ich das Gefühl. Kann es so sein, dass wir dann pro Level auch einfach mal weniger Schaden einstecken, wenn wir getroffen werden? Weil ich habe jetzt an meiner Ausrüstung nichts gemacht und sie haben es wesentlich schwerer, uns zu töten. Ist hier noch irgendwer drin? Was ist da? Wer bist du? Ach, ein Bluthund. Ich dachte, da ist irgendwas Gefährliches drin. Gut, das war's anscheinend. Und für was? Für einen Trank. Und einen Ring. Es wird doch nicht der eine Ring sein. Mordrax-Ring, Ring der Lebenskraft, Ring der Lebenskraft, Amulett der Kraft, Ring der Stärke. Na toll, Ring der Lebenskraft, brauche ich ja nicht. Für 10 Lebenspunkte ziehe ich doch nicht hier die Stärke ab. Nee, 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 nee. So, 2 Tränke, bisschen was zum Essen noch hinterher und dann können wir weiter. Also beim Essen dauert es auch immer länger, ne? 244 Lebenspunkte insgesamt schon. Na, Respekt. Nur das Mana geht uns langsam aus, habe ich das Gefühl. Irgendwelche Viecher im Hintergrund zu hören, das ist sehr, sehr merkwürdig. Und jetzt wird uns bestimmt gleich Milton über den Weg stolpern. Boah, so dunkle Ecken immer. Das hasse ich wie die Pest. So, wo haben wir die Karte? Karte, Karte, Karte. Da. Fokuskarte Satusas. So, noch 2 Kurven, dann müssten wir ja ankommen. Da, das. So ein Zufall. So ein Zufall aber auch. Hi. Sei gegrüßt. Mein Freund Lester aus dem Sumpflager hat mir von deinen großen Taten dort erzählt. Ich bin beeindruckt. Du bist sehr stark geworden. Man tut, was man kann. Ja. Immer bescheiden, was?
Ich habe Gorn getroffen. Wirklich? Wo? An der alten Klosterruine am Meer. Wir haben sie gemeinsam nach Schätzen durchsucht. Davon wird er mir bei unserem nächsten Treffen bestimmt erzählen. Lester und ich haben die Bergfestung ausgenommen. Er hat mir davon erzählt. Du scheinst vertrauenswürdig zu sein. Wo habt ihr vier euch bisher getroffen? Ach, hier und da. Wir treffen uns an den verschiedensten Orten. Was machst du hier? Nicht weit von hier befindet sich ein uraltes Stonehenge, in dessen Mitte der Eingang zu einem unterirdischen Gewölbe liegt. Eine Art Gruft? Ja, sowas in der Richtung. In dieser Gruft gibt es etwas, das ich gerne haben würde. Ich suche nach einem Fokusstein. Er muss irgendwo hier in der Gegend sein. Hört sich fast so an, als ob wir beide etwas am gleichen Ort suchen würden. So ein Zufall aber auch. Warum gehst du nicht in die Gruft und holst dir, was du suchst? Ach, das ist nicht so schnell erzählt. Dafür müsste ich etwas weiter ausholen. Erzähl, ich habe Zeit. Nun gut. Nach der Erschaffung der magischen Barriere, die uns alle hier gefangen hält, hat einer der beteiligten Magier ein magisches Artefakt dort unten versiegelt. Das Artefakt wurde versiegelt? Ja, ein mächtiger Bannzauber bewirkt, dass der erste Grabräuber, der sich den Fokus unter den Nagel reißen will, zu einem Dasein als ruheloser Untoter verflucht wird, der fortan diese Gruft vor allen nachfolgenden Grabräubern beschützen soll. Wie kommst du dann an diesem Bannzauber vorbei? Das ist nicht mehr nötig. Vor einigen Jahren war ein Erzbaron, der zum Zeitvertreib Orks jagte, unvorsichtig genug, die Gruft zu betreten. Nun ist er der Wächter über alle Schätze dort unten. Na ja, super. Ist dieses Artefakt einer der fünf Fokussteine? Genau. Dann kennst du die Geschichte der fünf Fokussteine wohl schon. Jetzt sag bloß, du bist auch hinter diesem Fokus her. Nein, der Fokusstein interessiert mich nicht. Ich suche einen orkischen Talisman. Was hat es mit diesem Talisman auf sich? Ich vermute, sein ehemaliger Besitzer benutzte ihn, um sich wütende Orks vom Hals zu halten. Wenn ich recht habe, kann der Talisman von großem Nutzen sein. Wir sollten die Gruft gemeinsam ausheben. Du bekommst den Talisman und ich den Fokusstein. Einverstanden. Aber da gibt es noch ein kleines Problem. Ein Problem? Ja. Der Wächter da unten in der Gruft. Kann man ihn nicht in handliche Stücke zerlegen? Zumindest nicht so einfach. Er scheint gegen die Wirkung normaler Waffen extrem widerstandsfähig zu sein. Lass mich raten. Du hast bereits einen Plan dafür, richtig? Tja, also, einen Plan habe ich schon, aber ich kann ihn nicht alleine durchführen. Okay. Lass hören. Ich habe hier eine Spruchrolle, die einen sehr mächtigen Zauber enthält. War klar. Der Zauber vernichtet jeden Untoten, der davon getroffen wird. Damit sollte das Ausheben der Gruft ein Kinderspiel werden. Tja, also nicht ganz. Der Wächter hat mittlerweile Gesellschaft bekommen. Wahrscheinlich nachfolgende Grabräuber, die wenig erfolgreich waren. Ich war bereits einmal dort unten und wäre fast getötet worden. Einer alleine kann da nicht viel ausrichten. Gib mir die Spruchrolle und wir heben diese Gruft gemeinsam aus. Gut, sehr gut. Ich hoffte, du würdest das sagen. Wir haben aber nur diese eine Spruchrolle. Benutze sie für den Wächter. Die anderen Untoten kann man auch im normalen Kampf besiegen. Verstehe. Also, wo geht es zum Stonehenge? Folge mir. Ja, super. Untote klatschen. So, Spruchrolle. Wo haben wir ihn denn? Kugelblitz brauchen wir nicht. Teleport brauchen wir gerade auch nicht. Dann legen wir da. Untote vernichten. 5 Mana kosten 9.999 Schaden. Komm, der kloppt da jetzt eh gleich alles alleine um. Hier sind wir. Der Stollen hier führt direkt in die Gruft. Dann statten wir den Wächter mal einen Besuch ab. Hört sich fies an. Bitte nicht die Wand treffen, bitte nicht die Wand. Näch. So, den Rest macht er ja schon.
Alter. Nerven verloren oder was? Oh, guck mal, ein Zombie. Alter, lass mich in Ruhe. Der Wächter. Nein, nicht genug Mana. Tränke, 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 Tränke. Na komm schon, du blöder Wächter. Wo ist der Wächter hin? Ah, der kloppt sich da unten mit denen noch rum. Ne, wo ist denn der Wächter jetzt hin? Der war doch eben noch. Na, hat er gut geklappt. Was will er denn als? Kloppt ja alles alleine ab und jammert drum, dass er es nicht kann. Ach, da ist er wieder. Ja, gluck, gluck, gluck. Gluckst du mal so ein Blödmann. Zack, tot ist er. Schlüssel? Orkischer Talisman? Sehr gut. Du hast den Talisman. Hier, nimm ihn. So war unsere Abmachung. Danke, mein Freund. Ich vergesse niemanden, der mir geholfen hat. Du hast was gut bei mir. Ich gehe zurück ins alte Lager. Vielleicht sehen wir uns dort. Dankeschön. Ja. So ein Wort ist Wort. Abgemacht ist abgemacht. Ganz einfach. Links, links, rechts. Och, das war ja einfach. Zweimal 500 Erz. So langsam schwimmen wir im Erz. Die ganz letzten Sachen, die wir gekauft haben, die haben wir ja alle nur über Vasentausch quasi gemacht. Das eigentliche Geld, was wir so in der Tasche haben, das haben wir noch gar nicht ausgegeben. So, 67 Pfeilchen, 2 Schoppen, 2 Dietriche. Passt. Und für was war der Schlüssel dann? Ah, für die Kiste. Nochmal 500 Erz. Und der Fokusstein und 2 Dietriche. Da. Wir haben ja noch Minecrawler-Eier, 4 Stück, sehe ich gerade da oben. Für was? So. Das war's mit dem Wächter. Gut, okay, jetzt sind es 9000 Punkte. 9000 Punkte bis zum nächsten Level up. Level up, Level up, Level, Level, Level up. So, wo geht's lang? Ich glaube, von da oben sind wir gekommen, ne? Ja. So, dann wollen wir mal den... Das war ein Baum. Den letzten Fokusstein abgeben gehen. Sag ich doch, das ging eigentlich relativ fix. Und das erste Mal, wo wir da in der Ecke waren, da sind wir definitiv falsch abgewogen. Wir sind in irgendwelche Ork-Dinger reingeflitzt, wo wir eigentlich gar nicht hätten hinflitzen müssen. Ja, selber schuld. Ah, Milton, der alte Stecher. Erst jammert das rum, so viel, dann klappt alles selber weg, blöd Mann. Tja, ja.
Hätten wir eigentlich auch erst schnell den Fokusstein holen können, bevor wir da hier das ewige Gelaber mit Satrus ausgemacht haben. Ach, das war die Höhle, wo nichts mehr drin war, genau. So, da unten ist auch schon der Eingang. Eingang zum Lager. Oh, Nachtschatten. Den nehmen wir mit. Und weiter geht die Reise. Habe ich das alles übersehen vorhin im Dunkeln? Vor allem schön, wir kommen hier schön morgens um 6 Uhr, kommen wir dann unten im Lager an. Haben wir die Nacht ja auch noch sinnvoll überbrückt irgendwie, beziehungsweise die Morgenstunden. Ja, immer das Tütchen in der Hand. Ohne Worte, wie kann man sich so viel von dem Zeug reinpfeifen? Ja, ja, früher war alles besser, ich weiß. Damals, als Fett noch mit U geschrieben wurde. Ich habe den Spruch bis heute nicht verstanden. Was ist an Fettu so witzig? Fett mit U. Fettu. Fettu, Fettu. Fällt euch was dazu ein? Fettu? Ah, mach ich mir jetzt keinen Kopf drum. Und ja, bevor jetzt irgendeiner wirklich noch reinschreibt und denkt, ich bin so blöd und raff den Spruch nicht, ich raff ihn. Und es hat nichts mit Fettu zu tun. Nur mal so schon mal gesagt, bevor er wirklich... Man weiß ja, wie es ist. Irgendein Dappes schreibt ja dann doch wieder irgendwas rein. Und nimmt dann auch noch jede Aussage für Bier ernst. Saturas, mein Schnuffelchen, ich komme. Lass uns eine Feuer-Wasser-Kreuzung betreiben. Hallo? Saturas. Magie zu Ehren. Jo, moin. Ich habe unter dem Stonehenge einen Fokus gefunden. Fantastisch. Nun haben wir alle 5 Fokussteine in unserem Besitz. Aber bitteschön. Deine Taten sind von unschätzbarem Wert für unser Lager. Sei dir meines ewigen Dankes gewiss. Gehe nun zu Riordian. Er wird dir einen Ausgleich für deine unermesslichen Mühen geben. Sprich auch mit Kronos, dem Hüter des Erzes. Auch er wird dir ein Geschenk unserer Gemeinschaft überreichen. Mögest du in einem Stück... Ja, holen wir uns erstmal die Belohnungen ab, ne? Riordian. Er hier. Ah, gleich den Bogen auf den Rücken geschnallt. Magie zu Ehren. Saturas sagt, du hättest eine Belohnung für mich. Ah... Komm näher, komm näher. Unser spiritueller Führer hat mir von deinen Heldentaten berichtet. Wir alle hier im Lager, ja, in der ganzen Kolonie sind dir zu großem Dank verpflichtet. Nimm dies als einen bescheidenen Ausgleich für all deine Mühen. Der ist super. Und was war das jetzt alles? Zeig mir das. Geheimnisse der Zauberei brauche ich nicht. Ah, wieder die Tränke. Kugelblitzer und dann mein ganzes Klump, okay. Das hat er mir jetzt in die Hand gedrückt. Gute Frage. Artefakte? Nee, nichts Neues dabei. Ja, wahrscheinlich ein paar Tränke, ja. Stärke und Geschicklichkeitsbonus, sehr gut. Bonus für maximales Mana plus 10, das pfeifen wir uns auch mal rein. Lebensenergie plus 10 pfeifen wir uns auch mal rein. Das waren nochmal sehr nützliche Tränke. Vor allem Stärke plus 10. Mana Bonus haben wir schon.
Nee, können wir so lassen. Aber wir können jetzt auch den stärkersten Bogen wieder tragen. Als hätte ich es geahnt. Und unsere Stärke ist auch ein bisschen gewachsen. Stärke ist immer gut.